Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ich habe jetzt wieder ein bisschen gespielt. Es war ja auch nicht allzu weit. Ich bin ja in der letzten Folge ein bisschen so viel rumgelaufen. Und ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da machen muss. Aber ich versuche ihn jetzt mal wütend zu machen. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Ja. Oh, ich kann interagieren. Schön, versuchen wir es nochmal mit dem Selbst. Ach so. Ein Murmeltier. Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch nun gut. Schiff. Großartig. Sieht aus, als würden wir... Ich finde, es ist ein bisschen leise, wobei... Schön. Das ist eindeutig das M. Das M. Schön, versucht. Ich sehe die tatsächlich. Wem? Wir haben hier ja einen Richt. Ich hoffe, man hört meinen Ventilator nicht. Eine Karte. Eine Karte. Na. Schön. Ein paar Babyschnabeltiere. Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Doogie Howser ist. Nun gut. Das ist Ihre Entscheidung. Sehr schön. Babyschnabeltier. Wie oft im Monat werden Sie eigentlich von... Weil hier haben wir noch so ein... Langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Vielleicht bitte nehmen... Okay, ich nehme ihn vermitteln. Also, es war immer... Genug. Schön. Pixel. Wirklich? Nein. Ich bitte. Gut. Große Fett. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein, die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Verzeihung, ich bin gerade sehr Klar. Hallo? Ich wüsste nicht, was es da, um ehrlich zu sein, ich habe etwas Angst, ihn aufzuwecken. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Ja, okay. Gehen wir zu Randall's Wohnung. Okay, ich will bis jetzt sonst. Ich will in Mortimers Zimmer rein. Ab und zu mal so eine kühle Brise her von meinem Ventilator. Ich hoffe, ich kann das auch aushalten. Das hat hier 32,4 Grad. Und die Tendenz ist steigend. Dr. Johnsons Visitenkarte fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Mortimer hat die Klinke...
Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Bingo. Das ist sogar dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Oh mein Gott. Die vollendete Mischung aus Eleganz und Charisma. Genau wie ich. Na, der schließt nichts auf, der ist ein klassischer Schlüssel. Ja klar, würde ich machen, wenn der echt wäre. Das Ding ermöglicht Zeitreisen. Der Fluxkompensator. Ziemlich klein für den Prinzen des Kosmos. Nein, brauche ich nicht. Bücher. Versiegelt. Mr. Schäfer? Die Statue kann ich nicht. Send Remote activated. Ehrlich gesagt brauche ich Bücher und Zeugs. Das Zeugs ist mir lieber. Die kann ich nicht. Dieser verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Da rührt sich nicht. Mist. Geht nicht. Bewegt sich. Bewegt. Der Flügel. Die kann ich. Mist. Da rührt sich nicht. Mist. Geht nicht. Da rührt's. Na, das ist ja mal ein Fernseher. Da rührt sich. Geht nicht. Mist. Geht nicht. Okay. Mist. Geht nicht. Das kriege ich nicht mit bloß. Geht nicht. Hells Sicherheitsschloss war das letzte Gefecht, mein. Oh Mann. Bewegt. Ehrlich gesagt. Send. Heilige Handgranate. Büsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Büsten von Schurken. Büsten von. Oh Mann. Die kriege ich wohl nicht. Da ist eine Blende unten. Ich glaube nicht. Bücher und. Das Buch hat sich offensichtlich etwas bewegt. Ach.
ist. Mortys Letter. Wie kriege ich wohl? Oh. Das kriege ich nicht. Geht nicht. Verdammt, das habe ich kaputt gemacht. Scheiße. Ich habe grün reingemacht. Dann habe ich hier grün, blau und rot rein. Und jetzt speichere ich mal. Das Schiff speichere. Nee, das ist Montag 2 noch. So. Jetzt habe ich gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Und so. Bin ich gerade überhaupt auf dem TS? Nö, bin ich nicht. Gut, dann kann ja auch niemand in den Channel kommen und mich nerven. Ich meine... Gelb. Mortys Letter. Rot. Ich lade das jetzt einfach. Ich hab Bock, das dieselbe die ganze Zeit immer wieder zu machen. Echt jetzt? Warum ist das Buch jetzt draußen? Ich bin behindert. Also grün, blau. Das ist mein Problem. Grün, blau und Dings. Mach ich mal rot, grau und gelb. Oh Mann. Dann mache ich das jetzt einfach so. Oh Mann, das ist so ein scheiß Rätsel. Ich will da dran nicht eine Stunde sitzen. Okay, jetzt ist irgendwas. Das krieg ich nicht. Jetzt ist irgendwas passiert, weil ich kann das nicht mehr. Aha.
Hätte ich doch gleich das gemacht, mit dem dunkelsten Buch bis zum hellsten Buch angefangen, aber... Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Ja, okay. Scheiße, die Alte kann einem ja Albträume bereiten. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Mel. Der hat ja gesagt, er hat... Also ich meine, er hat noch, dass er was gesagt hat, er kauft Zeug an, was er immer macht. Aber heute nur Geek-Zeug. Und da wir ja sowas haben, von Mortimer geklaut. Oh shit, ich bin ja noch in... Steam Online. So. Was ist auf einmal mit Mel los? Nette Con, ha? Für dich vielleicht. Gott! Ah! Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Was ist passiert, Alter? Oh, der Hotdog-Verkäufer, er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay? Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen einen Hotdog abgekauft und... Oh, großer Gott! Und, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Ich hab hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ist das die Millennium Enterprise? Bist du etwa auch noch blind geworden? Natürlich ist das eine Millennium Enterprise. Collector's Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ich gehe hier noch drauf. Verstehe, naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Pass auf, ich bin ein großer Track Wars-Fan. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Aber... Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, okay. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche, ist ein scheiß Kaffee. Oh. Wozu denn Kaffee? Gott! Ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Oh, kapiert, aber... warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein, aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein, 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 keine ausgeflippten Experimente. Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar, schon verstanden. Aber ich glaube, hier gibt's keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reichlich Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen, aber keine Kaffeemaschinen. Der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Na, dann frag ihn doch einfach. Ist schließlich ein Notfall und so. Hab ich. Aber er... wollte ihn mir nicht geben. Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hotdog verkauft hat. Nein, er will mir auch keinen...
haben. Okay, okay, ich sehe, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Bin gleich wieder... Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergiften will. Aber ich meine, bist du sicher? Mach schon! Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu haben. Meine derzeit...